Hallo Dele. Guten Morgen. Was war dein erster Gedanke nach dem Aufwachen? War das gestern ein wunderschöner Tag? Und dein letzter Ohrwurm? Girl, do you want to marry me? With you I want to be from now until the end of times. Wer schreibt eigentlich deine Facebook-Posts? Ich selber und meine liebe Johanna. Und die von Seed? Ich und meine liebe Johanna. Wer ist dein größter Kritiker? Meine Schwester, meine Mutter, meine Tochter und meine Frau. Ist Gentleman eigentlich wirklich ein Gentleman? Ja. Wie sehr nerven dich Klischees über Reggae? Menschen sind so. Wir alle sind so. Wir lieben Klischees, wir brauchen Klischees, Eckpfeiler im Leben, an denen wir uns orientieren. Um dann irgendwann zu entdecken, dass es doch alles ganz anders ist, als man denkt. Gibt es eins, das wahr ist? Oft ist viel Wahres an Klischees dran, aber halt nicht hundertprozentig. Was muss ich dir eigentlich bieten, damit du deine Dreads abschneidest? So wichtig sind sie mir auch nicht, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ghana oder Deutschland? Beides. Zu 100%. Was ist an den Deutschen richtig anstrengend? Fällt mir so nichts ein. Die sind so unterschiedlich und oft so undeutsch, die Deutschen. Was war das Teuerste, was du dir jemals gekauft hast und wie viel hat es gekostet? Das Teuerste, was ich mir jemals gekauft habe. Oh mein Gott. Das ist relativ, weil man muss immer davon ausgehen, wie viel Geld man hat und wie teuer das dann in dem Moment ist. Und das war mein erster K2000 von Kurzweil. Da war ich in der Bundeswehr, also so nach der Schule, und er hat irgendwie 6.000 Mark gekostet und das war das Teuerste für mich. Schon mal geprügelt? Verstehe ich nicht. Hast du dich schon mal geprügelt? Einmal, ja. Gewonnen? Nee. Hattest du schon mal ein Vorstellungsgespräch? Ja. Um welchen Job ging's? Aufnahmeprüfung für Tonmeister in Babelsberg. Welcher Geruch ist der beste der Welt? Der Duft der Frauen. Du mähst bei dir zu Hause gerne den Rasen. Yes. Entspannt dich das? Voll. Vor allen Dingen, nachdem man bei Rock am Ring gespielt hat, ist es umso geiler. Wenn du das machst, wie guckst du dabei? Was für eine Fragen hat dir sich da ausgedacht? Weiß ich nicht, ich sehe mich ja nicht. Du musst meinen Rasenmäher fragen. Danke, Dele. Ciao.